Irgendwas fehlte doch noch. Hallo Filmfans und fucking Freaks. Ich hatte ja im letzten Update-Video schon gesagt, ich warte noch auf ein Paket. Es ist heute endlich gekommen. Hat einen langen Weg hinter sich gehabt. Erstens durch das leichte Schneechaos, was wir ja momentan haben. Zweitens, da ich von Amazon das bestellt habe. Amazon hat das anscheinend aus Spanien verschickt, über Frankreich und dann nach Deutschland. Es ist auf jeden Fall jetzt hier. Und zwar geht es einmal hier rum. Gucken. Das ist der Karton von Thor's Stormbreaker. Richtig, richtig cooles Teil. Und zusammengebaut habe ich das ganze Ding natürlich auch schon. Und zwar einmal hier. Und ganz liebe Grüße an Andreas. Dein Stormbreaker liegt hier natürlich auch. Und das ganze andere Marvel Legends, also ich spreche Infinity Gauntlet etc. pp. Wolltest du ja gerne haben. Habe ich hier alles mitbestellt und liegt auf jeden Fall alles hier und ist versandbereit. Kannst dich auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf jeden Fall auf Paket freuen oder Pakete freuen. Wollen wir mal weitermachen. Erstmal hier mit der Axt. Ist auf jeden Fall ganz schön schweres Teil. Also auch richtig hochwertig auch verarbeitet und hat natürlich auch wieder eine Lichtfunktion beziehungsweise eine Sound- und Lichtfunktion. Richtig, richtig cool. Und eben halt bei den Hoch- und Runterbewegungen, dass er das hat. Was ich an dem hier ganz cool finde, ja, dass der so gesehen keinen An- und Ausschalter mehr hat, sondern das geht von selber wieder aus. Also sprich, wenn man eine längere Zeit den nicht bewegt, also nicht hin und her bewegt, geht er nach. Geht ja nach einer Zeit aus. Das ist jetzt der Vorton dazu und dann kommt gleich noch ein ganzer Ton. Dann geht er eben halt. Genau, dann ist er jetzt komplett aus. Ist gar nicht mal so verkehrt. Und wie gesagt, der alte Mjolnir, der hatte ja noch diesen An- und Ausschalter. Und das ist eben halt ein richtiger Brecher. Also wenn man jetzt mal guckt, das Ding neben Mjolnir. Das ist schon ein ganz schöner Brecher. Und Mjolnir, der wiegt wesentlich weniger wie Stormbreaker. Also schon ein ganz schönes Teil. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel der wiegt. Auf jeden Fall allein die Axt wiegt schon ein bisschen was. Und der Stock hier alleine ja auch schon, weil da ein kompletter Metallstift durchgezogen ist, beziehungsweise Metallstab. Der wird dann hier oben mit der Axt verschraubt. Das ist schon recht hochwertig gemacht. Und ein richtig geiles Teil und kann ich echt nur empfehlen. Wer Marvel Legends Sammler ist, beziehungsweise überhaupt so fanartikelmäßig, ein richtig geiles Teil. Und ich habe es nicht bereut. Es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Teil. Ja, weiß natürlich noch nicht wohin, aber mal gucken. Ja, das war dann eben mein kleines, aber feines, eben kurz nachträgliches Update-Video zu meinem letzten, wo ich ja gesagt habe, es kommt noch was. Hoffe, es hat euch soweit gefallen. War zwar kurz, aber wuchtig. Ja, wie gesagt, hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.